Meine Lieben, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt nach der sehr nervenaufreibenden letzten Episode. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Elden Ring. Ich habe offscreen ein paar NPCs-Quests nach vorne getrieben, genauer gesagt zwei, nachdem ihr mir den Tipp gegeben habt, dass ich die eine Quest weitermachen muss, um hier weiterzukommen. Habe ich gesehen, dass die Quest anscheinend mit der Millicent-Quest. Ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig sagt. Dass die quasi so interzweigt sind. Zusammenhängen halt. Und deswegen habe ich die Millicent-Quest auch mal weitergemacht. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr genau die Reihenfolge, aber es spielt im Endeffekt auch nicht so eine Rolle. Wir reden mal mit ihr. Are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity, I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case, though, I am certain of a kinship between us. Okay, sie ist mit Mal. Ist Malenia. Die, die den Baum abgefackelt hat? Oder hieß die einfach nur ähnlich? Ich bin mir nicht sicher. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. Naja, wenn sie mit Radahn sich messen möchte, das ist ja, dass die Messlatte nicht sonderlich hoch. Okay. Gut, dann, bevor wir weitermachen, gehen wir kurz mal hierhin zurück. Denn da steht jetzt die andere NPC-Dame, von der ich den Namen wieder vergessen habe, von der ihr mir aber in den Comments geschrieben habt. Ich muss sie erstmal wieder finden, weil die waren die gar nicht auf der Map angezeichnet. So you're here as well, are you? I realized as we've talked, I'll be a maiden, and you, surely a lord. Go to the door ahead, after divesting yourself of your possessions. It will surely open, and the three fingers will welcome you. May the flame of chaos find purchase within you. Okay. Go to the door ahead, after divesting yourself, it will surely open. Alle Besitztümer ablegen. Reicht die Waffe? Nein? Oh, jetzt geht's. Die Talismane müssen wir nicht. Da sehen wir uns wieder unser glorreiches Aussehen. Ich hätte die Questfrau nie mehr gefunden, wenn ihr mir das nicht in den Kommentaren den Tipp gegeben habt. Von dem her, vielen Dank. Können wir das Ding bekämpfen? Sind wir gerade in einen Bossfight geraten? Das ist ein bisschen. Wir sehen zu geil aus. OMG. Boah, der Controller rumpelt wie Sau. Meine Güte. Okay. Doch kein Bossfight. Und nun? Was? Oh.
Wir sind ein bisschen gezeichnet. Ach, deswegen mussten wir das ablegen, damit das Spiel uns seine genialen Effekte zeigen kann. So, ich denke mal, wir können uns wieder anziehen. So. Aber ich kann das Schwert nicht mal zweihändig nehmen. Hier. Es ist nichts erlaubt. Man darf aber keinen Spaß haben. Wir haben viel zu viel Schrott. Das ist das Problem, wenn man gründlich die Sachen absucht. Man findet einfach zu viel Mist. was haben wir noch? Hier. Zum Glück sind die alle einigermaßen am selben Ort. So, hast du noch was? The flame of chaos has nestled within you. Could you please rest your hand upon me? Burn me with the flame to make me your maiden. Klar doch. Wenn es weiter nichts ist. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Feuer ist gefährlich, junge Dame. Sie dankt uns auch noch. Kann ich auch noch eine Zigarette an die ausdrucken und drücken oder sowas? All that there is came from the one great. Then came fractures and births and souls. But the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed must be returned, melted all away. With the yellow chaos flame, until all is one again. Ja, wundervoll. Those who gave me grapes howled without words, saying they wished they were never born. Become their lord, take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse, and melt it all away. As lord of chaos. No more fractures. No more birth. Ich bin schon froh, dass ich die ganzen Traben nicht mehr im Inventar habe. Und sie hat sie alle gefressen. Oh. Und da verbrennt sie und ist tot. Siegel der rasenden Flamme. Das ist wohl irgend so ein Zauberkatalysator. Rasender Flammenstein. Von denen haben wir, glaube ich, schon zu viele. So, gut, dann will ich nochmal gucken, ob... Okay, Millicent ist immer noch da. Und, meine Lieben, ich habe offscreen das olle Baum-Avatar weggemacht. Das heißt, die Luft ist rein, mehr oder weniger. Wir müssen noch die beiden Ritter wieder wegmachen. Die jetzt wahrscheinlich beide gleichzeitig kommen. Der Hintere hat sich gerade gebufft und kommt jetzt auch. Scheiße. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen üben, nochmal. Wisst ihr was? Ich mache das sonst kurz offscreen, die zwei wegzumachen. So, da sind wir wieder. Ich habe zwar 4 Heilungen gebraucht, aber dafür sind die Typen tot. Dann machen wir euch zwei weg. Irgendwas hat uns da gerade Schaden gemacht, so ein bisschen.
So, was haben wir hier? Adamblatt, braucht kein Mensch. Hier ist auch noch ein Item. Goldene Rune 11. Plus, wir hatten, glaube ich, hier unten auch noch ein Item. Ich will jetzt nicht zu viel tun. Ich will einfach nur das Zeug einsammeln. Und dann können wir endlich weitermachen, weil wir sind schon viel zu lange hier unterwegs. War hier nicht irgendwo ein Eingang? Da hinten ist auch was. Au! Okay, hier ist Fürstenrune. Hooray! Au! Okay. Oh! Kristallianer. Wir werden wahrscheinlich hier drin sterben, aber... Autsch. Renn! Ich glaube, wir haben alles. Dieser Teil ist super garstig. Aber gut. Oh. Okay, ich lasse dich in Ruhe. Machen wir einen Pakt. Du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe. Übrigens, ich habe das blöde Erdelementar, als ich das offscreen gemacht habe, ich habe es beim First Try geschafft. Da seht ihr einfach, was das ausmacht, wenn man ein bisschen ausgeruht spielt und nicht nebenbei quatschen muss. Oh, hier ist noch... Die sollten wir vielleicht auch noch mitnehmen. 50.000. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Durchgang? Nee? Okay, wir können hier wieder rasten. Ich glaube, wir haben draußen jetzt alles. Zumindest alles, was irgendwie einigermaßen wichtig ist. Und können uns endlich hier drin ordentlich oben schauen. Ich werde das Schwert noch ein bisschen behalten. Einfach für den Fall, dass wieder diese Ritter kommen. Die ein bisschen garstig sind. Aha. Und für die. Die haben eine Truhe. Das heißt, wir müssen die wohl oder übel wegmachen. Scheiß auf die 70.000. En garde! Oh. Oh, Scharlachfäule, what? Oh, holy shit. Dieses Gebiet ist super garstig. Die Typen sind in einem sehr, sehr kleinen Raum. Intelligenter wäre es wahrscheinlich einfach, sich die Kiste zu schnappen und dann Adios zu sagen. Probier noch ein paar Mal. Es ist fast unmöglich. Okay, das ist fast unmöglich, hier den Typen auszuweichen. Ich glaube, ist es nicht Sinn der Sache, dass man die bekämpft. Vor allen Dingen mit der Fäule. Das wird wahrscheinlich nicht. Schnappen wir uns die Truhe und dann werden wir uns wieder verziehen, wohl oder übel. Wenn man überhaupt an die Truhe rankommt. Ich habe keine Ahnung, wie man die machen soll auf dem engen Fleck. 3 Spastis. Unglaublich. Dieses Gebiet ist super garstig. Ah, guck mal. So. Okay, volles Kristallschwert. Bin mir sicher, dass es einigermaßen gut. Wir können uns das kurz durchlesen.
für ein vorhandenes Bild. Das ist wahrscheinlich ein großes Schwert, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Schauen wir hier noch. Vorhandenes Kristallschwert, gerade Schwert. Schadenvolle 50. Ein aus reinem Kristall gefertigtes Schwert. Kein Mensch könnte eine solche Waffe herstellen. Trotz nur so vor Scharlachfäule. In mächtige Magie gehüllt, ihre Angriffskraft skaliert mit Weisheit. Ja, nicht wirklich, ne? D. Ich weiß nicht, die Skalierung, ich habe noch kein A oder S, glaube ich, gesehen. Oder vielleicht ein einziges Item. Ach, scheiße, unser Zeug ist da hinten. Also ich denke, wir können einfach wieder rausrennen, aber es ist einfacher gesagt als getan. Man könnte die wahrscheinlich mit Magie wegschießen. Von hier oben. Ach. Oder wir machen so. Da müssen wir sie erst gar nicht pullen. So, dann hier weiter. Mehr Wurzeln. Ich weiß nicht, ob wir zuerst... Okay, hier ist ein Dead End anscheinend. Eine weitere Heldenrune. Da sind den Entwicklern wohl die normalen Runen ausgegangen. Da mussten sie Heldenrunen verteilen. Seele eines großen Helden oder sowas. Szeneriewechsel. Hübsch. Die Blumen und so. Ich meine, die Pfütze da eher weniger, aber ansonsten nicht schlecht. Okay, ich habe ein ungutes Gefühl. Lasst uns... Vielleicht werde ich es bereuen, aber wir werden auf unsere Schwerter wechseln. Wenn ich sie denn finde. Meine Güte, da haben wir viel Zeug. Wir haben einfach zu viel Zeug. Ach ja, natürlich Fäule. Wow. Ach. Okay, es war gut, dass wir gewechselt sind. Da hinten ist ein Item und ich kann nicht aufsatteln. Heißt, oh, Fat Roll. Tony ist am Start. Voll ist fett, na klasse. Ah, und ich habe vorhin die blöde Flamme abgerüstet. Toll. Toll. Richtig gut gemacht, dass ich die nicht wieder ausgerüstet habe. Oh. Es steigt weiterhin. Okay, jetzt geht's wieder runter. Ha. Huh. Da müssen wir uns wieder von Insel zu Insel hangeln, so wie ich das sehe. Oder wir lassen uns einfach vergiften. Ich meine... Was zur Hölle bist du? Die Vollis macht schon ziemlich Schaden. Was zur Hölle seid ihr? Oh, holy shit, du hast eine Range. Das war ein bisschen Glück. Okay, da ist wieder sowas, aber ich sehe keinen Loot. Ja, ich denke, wir kommen wohl nicht drum herum, nochmal vergiftet zu werden. Haben wir nicht irgendwas, irgendein Talisman, der vor
Bewegungseinschränkungen schützt. Ich meine, da war was. Oh. Na, kommst du auch hoch? Ich nehme noch eine Heilung. Sicher, sicher. Die Schmetterlinge kann ich nicht einsammeln. Aus irgendwelchen Gründen. Das Ding möchte ich eher nicht bekämpfen. Ah. Okay, na komm schon. Hier rüber. Okay. Ach, noch mehr von euch. Aber wenn wir sterben, wird das super eklig. Kommen wir hier hoch? Über dem Baum wahrscheinlich. Es muss wohl sein. Wir müssen wieder auf die Bäume. Zu meinem Leidwesen. Okay, hier geht's rein. Und da lockt uns ein Loot-Gegenstand. Okay. Du bist... Wow! Bitte was? Wo kommt das denn her? Ist hier was? Hier ist gar nichts. Das war eine komplette Verschwendung, hier hochzukommen. Ich habe mich wieder verarschen lassen vom Spiel. Eine goldene Rune. Und eine schöne Leiter. Und nur noch eine Heilung. Mit 8 Heilungen hier durchzugehen, ist echt ein bisschen garstig. Ich glaube, das Spiel geht davon aus, dass man mehr hat. Na, vielleicht auch nicht. Okay, wir werden hier auf jeden Fall rasten. Ich will nochmal hochgehen, weil ich glaube, der Gang ging... Abwasserkanal. Ich glaube, da ging es noch auf die andere Seite. Aber wir kriegen einiges an Gnaden hier. Ich meine, hier vom Baum. Ne, da drüben hin kommen wir nicht. Okay, vielleicht auf einem anderen Weg. Vielleicht auch nicht. Nun denn. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle aber erstmal einen Break, bevor wir hier dann in der nächsten Episode weitermarschieren. Wahrscheinlich in unser Verderben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.